Da sind wir wieder bei einer neuen Folge Ark. So, die glühen wenigstens nicht mehr. Läuft denn die Musik noch im Hintergrund? Hallo? Okay, besser. Gut, 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 gut. Besser. So. Schwuppidi-wuppidi. So, wir brauchen noch ein paar Fundamente, glaube ich, war es, ne? Ich glaube, ich sollte nachher mal von dem Felsen vielleicht die Viecher aufräumen, ein bisschen, ne? So. Daran. Noch ein Fundament und dann Zaunfundament. Da kann ich... Ne, glaube ich nicht. Ah, da müssen wir ausprobieren. Aggro werden, nicht aggro lieb sein. Wow, 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 wow. Warum werden die dann aggro? Liegt das vielleicht dran? Wups, wups, ey. Was werden die Viecher aggro? Ich glaube, ich mache mir jetzt echt mal einen Haufen Pfeile und räume von hier oben die Viecher auf, da unten, wenn das geht. Du weißt nie, wann du da vorbeilaufen kannst und wann nicht. Da werden wir aber einiges an Pfeilen benötigen. Und wahrscheinlich draufgehen bei. So, und aus Sicherheitsgründen will ich den Bogen zum Schnellwechseln dahin setzen. 51 Punkte zum Vergeben.
Den kann man mal machen. Und die kann man mal machen. Dann braucht man die auch. Oh, Holzfenster brauche ich natürlich. Holzlaufsteg. Hm. Ach, was soll's, Bausachen. Okay. Ah, die Räucherkammer kommt bald. Der Schmelzer dauert noch. Der Schmelzer dauert noch. Gut, dann brauche ich für Pfeile Fasern, Stroh und Feuerstein. Fasern, Stroh und Feuerstein. Wenn ich wüsste, was in etwa die Viecher aushalten. Diese, da sind diese komischen Faultiere, die Riesendinger. Ja, nur baue ich diesmal unten am See. Hier unten will ich bauen. Und dann will ich nämlich, vielleicht kann ich mich vielleicht zu der Plattform da. Ach nee, das ist ja die schräge Plattform, da kann ich ja hinlaufen. Nee, zu der da oben oder sowas hinbauen. Irgendwie. Die. Weil die sind jetzt nicht aggro, dann irgendwann leuchten sie rot und werden aggro und ich habe keine Ahnung, wodurch sie aggro werden. Und drum will ich jetzt mal ein paar Haufen Pfeile craften und mal schauen, ob ich die vielleicht von hier oben mit den Pfeilen platt gemacht kriege. Das glaube ich auch. Ich mache jetzt mal so 200 Pfeile und dann schaue ich mal. Ich glaube, das reicht. Aber ich will es einfach mal probieren.
Bam, bam, bam. Ich glaube, wir gehen es jetzt einfach mal an. Wir probieren einfach mal. Dann werden wir es schon sehen.
Ich glaube zwar, dass wir verdammt viel Schlechtes sehen werden. Ja, der ist schon wieder aggro. Jetzt sind sie auf mich aggro. Von der Stelle treffe ich nicht. Wow! Was war das? Ist da jetzt einer hinten hochgekommen oder was? Ach komm schon. Da ist jetzt tatsächlich einer von hinten hochgelatscht, oder? Ich habe es nicht mitgekriegt, ich Depp. Komme ich an mein Zeug? Wow! Aua! Ach komm, jetzt muss ich hier auf einen zufälligen Ort spawnen. Ja. Jetzt, stellt sich mir natürlich die Frage, keinen blassen Schimmer, wo ich bin, auch keine Ahnung, wo ich hin muss. Ja, das ist Wasserfall. Da ist ein Fall, das könnte ein guter Anhaltspunkt sein. Zwischendrin mein Skill auf Ausdauer wäre vielleicht auch nicht das Schlechteste, oder? Oder Gesundheit? Dann machen wir Ausdauer. Das heben wir uns mal noch auf, das Verteilen. Das müssen wir mal in Ruhe angucken, was so alles kommt. Die Schloss unser Heimatwasserfall ist. Nein, ist er nicht. Aber Wasser fließt runter. Das Nee. Die ist es nicht. Die Seite ist es nicht.
Tja, hier ist ein guter Rat teuer. Puh. Warte mal, ist denn da die Wüste ist? Wir hatten doch gesagt, von der einen Ecke. Oh, da hinten ist die Wüste. Können uns dann natürlich auch tierisch vertan haben. Ich möchte ungern mein Zeug verlieren. Dahinten, da sehe ich einen Wasserfall. Bitte, bitte, bitte. Nee, das sieht aber auch nicht so aus. Oder? Doch, hahaha. Gut, 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 gut. Ich muss unbedingt mehr auf Ausdauer skillen. Das ist ja echt ätzend. Das ist echt ätzend. So, seid ihr jetzt... Bleibt ihr jetzt lieb, wenn ich zu meinen Sachen gehe? Oder greift ihr mich gleich wieder an? Von hier oben probieren. Der ist aber groß. Ja, er ist groß. Oh, er ist sehr groß. Level 71, ja, das kannst du voll verknicken. Das kannst du ja voll knicken, dass man den platt gemacht kriegt. Level 71. No way. Da muss ich echt noch lange hinarbeiten, bis ich das hinkriege, glaube ich. Okidoki.
Yay, ein Haufen Zeug zum Wegschmeißen. Das tun wir ausrüsten. Hallo, ich habe gesagt, das tun wir ausrüsten. Ach so. Jetzt. So, da tauen wir alles weg. Das reparieren wir. Ziehen wir an. So. Ah, halt, wir können ja hier, ne? Fleisch. Jetzt sind wieder zwei hier. Ab wann kriegen die Scheißviecher Aggro? Und wodurch? Ihr stiefelt in meinem Haus rum, ihr wisst das schon, ne? Der ist Level 8. Der ist Level 8. Du bist auch Level 8. Und du bist auch Level 8. Das heißt, ihr seid alles Low Level außer der eine. Wenn ich jetzt doch noch mal probieren soll. Schön da bleiben, wo ihr seid. Das ist praktisch. Jetzt renn da weg, so eine Scheiße. Thank you.
Okay, der ist tot. Die anderen laufen weg. Oh. Okay, das wird nix. Okay, das wird nix. Oh, jawohl. Wow. Was ist das denn jetzt gewesen? Du spinnst ja wohl. Du machst meinen Dodo kaputt und damit mein Haus. Ach, Scheiße. Da habe ich jetzt natürlich nicht dran gedacht. Oh, mein Bett. Oh, mein Dodo. Ich würde ihn ja gerne platt machen. Oh, da, da. Roland kann man die Viecher nicht mehr, ne? Ach, jetzt mach ich. Jetzt hau ich selber drauf, ich blödes. Oh. Hm.
Vielleicht werden die auch erst ab einer bestimmten Menge aggressiv. Ach Mist, ich hätte das Zeug in den Schrank packen sollen. Warte mal. Hallo. Ich tue die einkasteln und hoffe, dass die Holzpiken nicht kaputt gemacht kriegen. Ich hätte das Zeug in den Schrank räumen sollen. Nein, 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 auch nicht die. Oder wir sperren einfach nur den Durchgang zu unserer Hütte. Das würde ja auch schon reichen, ne? Wenn die jetzt eh gerade draußen sind. Der Hochlevelige läuft noch da drin rum. Thank you.
Okay. Glaub's ja. So. Ja, und du hoffe ich wieder mal verschwinden hier. Okay, so viel zu dem Thema. Jetzt bin ich geschützt. Scheiß. Oh Mann. Ach ja. Kann ich da Fundamente hinsetzen noch oder werde ich da... werden wir mal probieren. Machen wir noch ein paar Fundamente. Und dann ziehen wir das Ding halt einfach noch weiter durch. Super, jetzt ist da oben ein neuer. Jetzt sind es wieder vier. Ihr habt ja wohl eine Meise, oder? Hier, yeah, neues Level.
Holz. Was hast du denn für ein Problem? Ich sollte dann eigentlich auch schleunigst mal die Schmelz- und die Werkbank. Geht das schon? Bin ich da schon? Schmiede, ja. Metallwerkzeug, sehr schön. Sonst ist da jetzt nichts. Betäubungspfeil. Fallschirm. Was ist denn eine Dino-Leine? Ach so, ein Elektrozaun. Okay. Ein mittleres Dino-Podest ist auch mal ganz nett. Stein. Soll ich jetzt auch Stein anfangen? Nee, ich heb mir jetzt erstmal für Pike und Armbrust dann die nächsten Punkte auf. Was? Schon wieder ein Punkt, okay. Und jawohl, die Pike und die Armbrust. Sehr schön. Okay.
Ach, das war das Ding, was nicht haben. Und hier war die Stelle, wo ich runtergefallen, gefallen, ja, gesprungen und dabei gestorben bin. Aber hier komme ich doch rein. Hoi! Unser Flieflaflum fliegt immer noch hier rum. Das geht. Hoffentlich ist das Wasser tief genug. Und yippie! Oh, bitte, 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 bitte! Jawohl. Puh. Könntest du meinem Haus draußen bleiben, Herrschaftszeiten? Da geht natürlich wieder nichts mehr drin. Scheiße. Ach komm schon. Was war das jetzt? Aggro? Ist der Aggro oder was ist da los? Prügelt der auf unsere Gitter? Tatsache, der prügelt auf unser Gitter ein. Super, und wenn er zurückkommt.
schon jetzt. Oh, nicht dein Ernst. Lucht noch mal. Ah, leck mich doch am Arsch. Echt. Okay, der hat sich aufgehängt an dem Ding. Der andere. Noch eins, ehrlich, geht ihr mir auf den Sender. Wow! Fuck you! Warum kann der hüpfen? Ah, den See kenne ich, glaube ich, das ist. Hüpft der da oben drüber? Manno! Du gehörst irgendwann mir, einer deiner Kumpel. Komm. Du hast nichts, okay. Habe ich ihn echt? Wow. Fuck. Okay, dann hat er nicht mehr viel gefehlt. Jawohl. War der Großlevelige. Okay. Gut, 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 gut. Wenn
wenn da nichts passt, können wir dann irgendwie hier noch so einen Anbau dran bringen? Machen wir erstmal Ordnung. Gut, 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 gut. Dann ach so, die habe ich ja. Ach so, stimmt ja, die habe ich ja hier reingetan. Machen wir einen Eingang hierhin. Und einen nochmal hierhin. So. Hier ein Fenster. Und hier ein Fenster. So. Und reparieren wir es mal. So, dann tun wir die noch umswitchen zum Klotz. Schauen wir, dass wir hier einfach noch so einen kleinen Anbau irgendwie hinkriegen, da wo es eben ist. Auf was prügelt denn der Trike? Also, habt ihr sie eigentlich noch alle? Also ehrlich, warum prügelt denn hier ihr einfach auf die Wände drauf? Was soll denn das? Ich meine, okay, auf die Weise kann ich hier immer... Trike? Wo bist denn du? Wo ist denn der Trike hingekommen?
Hat sich der einfach aufgelöst? Nehmen die Dinger Schaden dabei? Oh ja. Nicht viel für das, was sie alles gekillt haben, aber ich glaube, das soll nicht wirklich das Ding komplett ein. Gut, 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 gut. So. Das müssen wir auch noch reparieren. Gut, ihr Lieben, dann sehen wir uns demnächst wieder. Ich muss jetzt nämlich hier mal Schluss machen. Ich muss nämlich was zu essen machen. Genau, es wird nämlich langsam Zeit. Also ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei bei Ark. Wenn wir noch weiter Häuschen bauen, mit Sicherheit. Das wird wahrscheinlich noch einiges an Zeit beanspruchen. So. Die tun wir auch lieber da oben rein. Was mache ich dann? Wobei, einen Bogen nehmen wir mit. Und 50 Pfeile, wenn sich wieder zwischendrin einer bei uns verrennt. So, das nächste Level geben wir nochmal auf Gewicht. Kommen den 500 Gewicht langsam näher. Und tun noch schnell... ich glaube, Pelz brauchen wir hier erstmal nicht. Au. Metallbarrikade, die ist, glaube ich, deutlich besser. Und... die Metallsichel und das Schwert ist wichtig. Okay. Wo war denn jetzt die... die Schmelze? Wo ist denn die Schmelze? Habe ich die schon gelernt oder... Nee, glaube ich nicht, oder? Da... ich habe die Schmelze vergessen zu lernen, ich Dödel. Okay, darf ich nicht vergessen das nächste Mal. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Haut rein. Euer Martin. Tschüss und ciao. Servus.